Willkommen, Freunde, hier im Aquacup. Gruppe Blindfahr steht an. Promise gegen Chris. So, dann schauen wir mal, was beide für Pokémon auf den Tisch legen. Promise eröffnet oder spielt mit einem Quappo, einem Rotom, einem Lantern, Baldorfisch, Octillery und Velsa. Dagegen stehen Gyarados, Tentoxa, Azumarill, Mamulita, Lantern und Manaphy. So, dann schauen wir mal und starten los. Dum, 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 dum. So. Okay. Da kommt Quappo ins Rennen. Und Manaphy von Chris. Psychokinese. Oh, das ist eine sehr gute Öffnung für Manaphy. Quappo tankt es aber locker flockig weg. Macht den Kopfüberwurf. Manaphy steckt das problemlos weg, aber wird weggeschleudert. Tentoxa übernimmt das Feld. Was mit Gigasauger seinen Angriff startet. Und ein Steigerungshieb. Macht zwar nicht viel Schaden, aber der Angriff wird geboostet. Mal gucken, was jetzt passiert. Okay, Tentoxa wird zurückgerufen. Und Leviathan. Oh, Erdbeben. Ah, das ging daneben, dank des Flugstyp von Gyarados. Gyarados boostet sich mit einem Drachentanz. Oh, was wird jetzt kommen? Ein Kopfüberwurf. Er schickt Gyarados wieder woanders hin. Mal gucken, wer jetzt dafür reinkommt. Lantern. Oh, Lantern ist natürlich anfällig für Erdbeben. Aber Lantern wird zurückgerufen. Mal gucken, ob er damit rechnet, dass er jetzt predicted. Oh, der Angriff sinkt weiter von Quappo. Jo, er macht gerade wieder den Kopfüberwurf, weil er damit gerechnet hat wahrscheinlich. Und Gyarados ist weggeflogen. Manaphy übernimmt wieder. Manaphy setzt erneut Psychokinese ein. Das tut weh. Und Quappo geht zu Boden. Ich hätte gedacht, es könnte den Treffer vielleicht überleben, weil es den ersten so gut weggesteckt hat. Oh, Octillery. Mit, oh, Energieball von Manaphy. Octillery kann es gerade so durchhalten. Setzt selbst auf Energieball. Counterschlag. Manaphy ist down. Oh mein Gott. Ja, steckt mal. Oh, okay. Ich hätte gedacht, der macht mit Gyarados weiter. Nein, er holt lieber seinen Tentoxa raus. Oder lass Tentoxa das regeln. So. Da ist Octillery down. Baldorfisch. Na, das ist auch eine schöne Offensive. So, Abschlag. Ah. Giftschleim von Baldorfisch ging davon. Ui, ein paar Stachler. Gigasauger sollte eigentlich nicht allzu viel Schaden machen. Baldorfisch ist Typ Gift mit und dadurch eine Resistance zu Gigasauger mit Schwäche halt durch Wasser, aber egal. So, Vergeltung. Kabum. Nichts effektiv. Ich glaube, diese Taktik mit der Vergeltung ging hier jetzt nicht so gut auf, wie er wünscht. Ein erneuter Gigasauger. Was wird jetzt passieren? Noch einmal Stachler. Gut, er versucht den Gegner halt jetzt mit Fallenstellen noch ein wenig zu schwächen. Um mehrfaches Wechseln zu bestrafen. Aber Tentoxa setzt den Turbodreher ein und fegt die Stacheln weg. Okay, das wird jetzt ein Fangspiel. Der Verhöhner lässt nach. Okay, er schickt Tentoxa wieder zurück. Leviathan übernimmt, der keinen Schaden von den Stacheln kriegt wegen seines Flugtypen. Und Bedroher wirkt. Erneut Stacheln werden ausgeworfen. Und da kommt das tödliche Erdbeben. Damit ist Baldorfisch down. Rotom übernimmt. Und Hope kommt rein.
Ah, was wird passieren? Hat sich ein bisschen Stacheln verletzt. Und Irrlicht. Natürlich. Irrlicht tut weh. Auf Dauer. Ah, Verbrennung schadet Lanthorn ein wenig. Konfusstrahl. Oh, das ist bitter. Brand und Konfusstrahl. Lanthorn ist ein wenig eingeschränkt. Ah. Überreste heilt. Lanthorn konnte nicht agieren in diesem Zug und leidet nochmal Schaden an Verbrennungen. Da kommt die Hydropumpe von Rothornwosch. Die nichts effektiv ist, aber Elektroattacken wären ja komplett wirkungslos. Beziehungsweise würden Lanthorn nur heilen. Und Lanthorn hat es schon wieder selbst gehauen. Das ist natürlich bitter für den Trainer. Lanthorn kann nicht agieren. Also, Bob kehrt in seine Pokéball zurück. Und Welser übernimmt das Feld. Shiny Welser. Hope ist nicht mehr verwirrt. Hope setzt Vitalglocke ein. Oh. Ein Support. Dadurch ist die Verbrennung natürlich wieder nichte gemacht. Und Welser kann jetzt einen Drachentanz eventuell ausführen. Aber es wird erstmal zurückgerufen. Leviathan übernimmt. An dem Punkt Gyarados. Und Welser, wie gedacht, Drachentanz. Okay. Das ist jetzt spannend. Leviathan setzt für... Nee, Gyarados setzt für ihn ein. Entschuldigung. Funkensprung. Oh, das tut Gyarados weh. Das ist cool. Funkensprung mit Welser, das mag ich. Hab selber eins. So, Azumarill übernimmt. Tritt in die Stacheln rein. Welser setzt Erdbeben ein. Oh, das macht nicht gerade viel Schaden, weil der Angriffsboost nicht durch ist. Weil kein Angriffsboost draußen ist. Weil Gyarados Bedroher hatte und den Angriff auf Null gesetzt hat, somit vom Drachentanz. Ah, da kommt nochmal der Funkensprung. Vielleicht war die Hoffnung auf eine Paralyse. Oh. Und Azumarill verfehlt. Welser hat jetzt die Chance, Azumarill platt zu machen. Au. Oh. Er wechselt aus. Er hofft, dass er weiter Funkensprung plädiert. Ich hätte auf Erdbeben wieder gesetzt. Und es hat er auch getan. Welser übernimmt das Feld. Hope geht zu Boden. Oh, wow, wow. Der Mondfisch übernimmt. Marmolida. So, Funkensprung von Welser. Ich verstehe nicht, wieso Funkensprung. Erdbeben hat den höheren Schadenswert und stellt keinen Kontakt her. Oh, Siederwasser. Das ist bitter mit der Verbrennungsrate. So, Welser Überreste. Und Erdbeben. Erdbeben ist natürlich die effektivere Variante hier in dem ganzen Match. Wunschtraum. Er hätte natürlich die Möglichkeit, jetzt Welser schnell noch zu boosten, um irgendwas hier noch reißen zu können. Mondfisch macht nicht genügend Schaden und Welser hätte das Potenzial, nochmal einen Boost hinterher zu setzen. Anstatt hier gegen diesen Wunschtraum dagegen zu arbeiten, sollte er vielleicht sich... Okay, da ist die Verbrennung drauf. Hätte er sich da einen kleinen Vorteil verschaffen können, indem er sich weiter boostet. Denn für Mondfisch ist außer der Verbrennung halt keine Gefahr ausgegangen. Das hätte man machen können. So, Verbrennung. Ah. Da scheint er sich selber ausnocken wollen zu wollen. Oh, Paralyse geht raus. Ja, ich denke mal, das war eigentlich auch der Plan. Und selber ausgenockt dabei. Der Wunschtraum geht raus. Bob übernimmt das Feld wieder. Bob setzt auf Konfusstrahl. Paralyse und Konfusstrahl. Au, 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 das ist bitter. Lichtschild. Spezialverteidigung fürs ganze Team wird für 5 Runden lang geboostet.
bei Lichtleben mit 8 Runden. Oh. Ein kleiner, aber feiner Ladestrahl. Macht zwar nicht allzu viel Schaden, aber es wird von Mal zu Mal stärker. Das dürfen wir nicht vergessen. So. Und erneut ein Ladestrahl von Rotom. Der Mondfisch muss schon mehr einstecken. Der Spezialangriff von Rotom steigt weiterhin. Und Ladestrahl erneut. Und das war's für Mondfisch. Rotom hat jetzt 3 Boosts auf seinem Spezialangriff. Oh, Tentoxa übernimmt. Ob Tentoxa das aushalten kann, ist fraglich. Spezialverteidigung ist zwar stark geboostet, aber Rotom hat einen sehr hohen Spezialangriff. Spezialverteidigung von Tentoxa ist hoch und Rotom stark geboostet, so rum. Oh, er ist widerspenstig. Mit Tentoxa. Aber jetzt lässt der Lichtschild nach. Das ist natürlich schlecht für Tentoxa. Jetzt kann Rotom nämlich ungebremst zuschlagen. Und wird wesentlich mehr Schaden machen. Ja, das auf jeden Fall. Rotom hat noch fast volle KP. Jetzt wird es langsam kritisch, Rotom. Aber Tentoxa macht da nicht mehr lange mit. Oh, Citrobeere. Oh, Tentoxas, Rotoms Attacke ging daneben. Und erneut Gigasauger von Tentoxa. Wird das ausreichen an Heilung? Wird Tentoxa damit noch einen Angriff überleben? Sieht nicht so aus, denke ich, oder? Nein, das war's für Tentoxa. Eins hat er noch. Azumarill mit wenig HP. Stirbt fast schon an Stachler. Setzt noch Wasserdüse ein zum Abschluss. Aber diese reichte nicht, um Rotom zu besiegen. Da folgt der Ladestrahl. Und das war's für Azumarill. So, das war's für ihn. Nun denn, damit hat Promise diesen Kampf gewonnen. Mit einem extrem geboosteten Rotom. Na, es war einfach dann unaufhaltbar für die überbleibenden Pokémon. Jo, damit würde ich sagen, war's das für dieses Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder im Aqua Cup. Bis dahin.